Jo Leute, was geht? Freunde, erinnert ihr euch noch letztes Jahr so circa, Leute, wo ich ein Video zu der sogenannten Random Nautica Mod gemacht habe in GTA 5? Das war quasi eine Anspielung auf die App im Real Life, Leute, die euch an mysteriöse Koordinaten führt, wo möglicherweise etwas Paranormales sein kann oder etwas komplett Normales. Und heute habe ich dafür auf jeden Fall Teil 2 für euch, denn wir werden, Leute, mysteriöse, komische Orte in GTA 5 sehen, die wir so vorher noch nie gesehen haben, wie die eigentlich sind. Und dazu habe ich auf jeden Fall auch eine weitere Version dieser Mod in GTA 5 installiert, Freunde. Und die wird uns nämlich zeigen, an welchen Orten möglicherweise etwas Paranormales ist oder vielleicht irgendwie einfach nur etwas normal Gruseliges. Und ihr seht es an Franklins Gesichtsausdruck, er hat eigentlich gar keine Lust darauf. Aber Leute, ich werde es auf jeden Fall machen. Lasst natürlich gerne ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt und vielleicht Teil 3 davon haben wollt von dieser Mod in GTA 5. Und Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt jetzt einfach kurz auf den roten Abonnieren-Button. Dankeschön für eure Unterstützung. Wir haben bald die 1 Million Abonnenten auf dem Kanal. Ich weiß, ich sage das einfach viel zu oft. Aber Leute, es läuft einfach so heftig und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Aus dem Grund würde ich sagen, Leute, machen wir uns direkt mal auf den Weg. Und perfekt, es fängt jetzt einfach an zu regnen. Das ist schon mal, ja, sehr, sehr creepy, muss man sagen. Okay, Leute, ich würde sagen, der erste Ort, den wir suchen, Freunde, befindet sich in der Nähe von Palito Bay, Leute. Und zwar wurde mir hier nämlich ein interessanter Ort angezeigt, Leute, zu dem wir uns direkt mal aufmachen. Und ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, was mich dort erwarten wird. Aber wie gesagt, heute passieren in diesem Video wirklich zufällige Dinge. Und ich glaube, das, was ihr im Titel oder im Thumbnail sehen könnt, ich denke, Leute, dann wird sich in diesem Video wahrscheinlich schon etwas Krasses aufhalten. Aber gut, wir machen uns mal auf den Weg. Und wisst ihr, was mir übrigens aufgefallen ist? Die Straßen von Los Santos sind erstaunlich leer. Also irgendwie um diese Stunde fährt hier gar keiner mit dem Auto. Liegt vielleicht auch an dem schlechten Wetter, muss man zugeben, dass es gerade regnet und keiner hat vielleicht Bock mit dem Auto nachts. Alter. Warum fängt es denn jetzt plötzlich an zu gewittern? Leute, habe ich da irgendwas verpasst? Ich habe nichts eingestellt. Ich sag's euch, ich habe wirklich gar nichts eingestellt. Aber wir sind jetzt auch gleich schon angekommen. Und ja, da sehe ich etwas, Leute. Einige Autos. Und ich glaube, hier ist ein Noteinsatz. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns mal hier hin. Alter, was ist denn hier passiert? Okay, Leute, das ist dann wohl die erste Location in dem Video. Ich dachte jetzt, hier passiert irgendwas Paranormales, aber gut. Für den Einstieg, Leute, haben wir wenigstens einfach nur eine Unfallstelle. Und wir schauen uns mal an, was hier wirklich passiert ist. Also wir haben hier mehrere Einsatzkräfte von der Polizei, die hier am Start sind. Ich muss sagen, dieses blau-rote Licht, das entspannt einen voll, wenn man das so anguckt. Irgendwie muss ich sagen. Okay, und hier werden, glaube ich, einige Zeugenaussagen gemacht. Zeugensachen aufgezeichnet. Ich glaube, hier hat man schon einiges hingestellt und hier sind einige Gaffer, die unterwegs sind. Jungs, was guckt ihr denn so? Was ist denn hier? Oh mein Gott, sind einige down. Einige sind hier erfasst worden. Aber die Frage ist, wovon? Wovon sind die erfasst worden? Ist hier irgendwo ein Auto oder so etwas? Ich sehe hier gar nichts. Na gut, Leute. Ich glaube, vielleicht haben wir jetzt mit einer normalen Location zu tun. Also finde ich cool, dass mir das angezeigt wurde für den Einstieg. Ist nicht allzu creepy, aber ja. Franklin, ich weiß, auf dich werden noch schlimmere Dinge in dem Video zukommen. Und hier haben wir auch einen Abschleppwagen. Ich sehe aber kein Unfallfahrzeug. Hat der vielleicht Fahrerflucht begangen? Oh ja, ich glaube, der hat Fahrerflucht begangen. Und einer guckt hier mit der Taschenlampe, ob er irgendwo finden kann. Sehr gut, mein Freund. Denn mit Taschenlampe siehst du garantiert den flüchtigen Fahrer. Okay, ja, dann würde ich sagen, das ist erstmal die erste Location, Franklin. Zum Glück nichts allzu Gruseliges. Aber ja, mal schauen, was bei der nächsten Location ist, ehrlich gesagt. So, okay. Dann würde ich sagen, Leute, ich drücke jetzt mal diese Taste. Und bap. So, jetzt sollte, glaube ich, die nächste Location eingezeichnet sein. Ich schaue hier mal um, was wir hier haben, Leute. Was haben wir hier? Okay, ja, da sehe ich es, Leute. Da ist ein interessanter Ort. Also, die Mod meint, ich soll mich als nächstes dorthin begeben. Und ich weiß nicht, was das genau für ein Ort ist. Aber gut, wir fahren einfach mal ganz entspannt hin und mal gucken, was passieren wird. Ich habe, ehrlich gesagt, so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Okay, wir sind jetzt kurz davor, bei der nächsten Location angekommen zu sein. Und ich glaube, es ist einfach eine Kirche. Warum soll das ein gruseliger Ort sein, frage ich mich. Ist hier irgendwas, was gleich passieren wird? Okay. Na gut, dann würde ich sagen, Leute, schauen wir uns das mal an. Okay, Franklin, dann... Was? Haunted Church Activate? Entschuldigung, was? Warte, was passiert hier gerade? Okay, Franklin, dann machen wir uns mal auf die Kirche auf. Wo ist denn der Weg da rein? Ah, okay, da sind die Treppenstufen. So, dann laufen wir mal ganz entspannt zu der Kirche hin. So, okay, schauen wir uns mal die Location. Wow, was passiert? Ich sag's euch, Leute, was ist hier gerade passiert? Wie kann es sein, dass es jetzt einfach Nacht ist? Wie kann das jetzt sein? Habe ich irgendwas getriggert? Oh mein Gott. Es ist einfach Nacht. Oh mein Gott. Die Kirche macht Glockenschläge und jetzt höre ich keinen Glockenschlag mehr. Alles klar, Leute. Ich
Weiß nicht, was mich erwarten wird. Franklin, hast du deine Taschenlampe dabei? So, schauen wir mal. Haben wir unsere Taschenlampe dabei? So, yes, Leute. Okay, unsere Taschenlampe ist schon mal am Start. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Also, Leute, wir haben hier eine ganz normale Kirche. Alles relativ entspannt. Man muss sagen, sieht ein bisschen gruselig aus. Ich meine, wenn es jetzt so dunkel ist. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Blackout. Also, es ist alles komplett verdunkelt und es ist einfach richtig am Donnern. Ist das ein Geist da oben? Ich glaube, das ist ein Geist da oben drauf. Hallo? Oh mein Gott. Hallo, Mr. Geist. Ich will Sie nicht verschrecken oder so. Warum ist hier ein Geist auf dem Dach von diesem Gebäude? Komme ich da vielleicht irgendwie rein oder so? Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist ein friedlicher Geist. Ich habe das Gefühl, der Typ wurde da drin begraben oder ist er vielleicht gestorben und jetzt ist seine Seele, die da oben rausguckt. Okay, alles klar, Leute. Ich muss zugeben, das wird hier jetzt ein bisschen mysteriös. Also ein bisschen... Junge, Alter, diese Gewittergeräusche, ne? Die machen mich ja wirklich... Die machen mir richtig Gewitter im Kopf, mein Freund. Absolut, alles wird gut sein. So, was? Hier seht ihr noch mehr von denen. Oh mein Gott. Leute, das sind Zombies. Das sind Zombie-Geister. Liegen hier keine Menschen begraben? Ich glaube, hier liegen einfach Zombies begraben. Oh mein Gott, das ist schon heftig. Auf jedem Grab, Leute. Ist hinter mir jemand? Nein, niemand ist hinter mir. Okay, weißt du was? Ich glaube, ich gehe mal lieber weg hier. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal weg von diesem Ort. Ich habe, glaube ich, genug gesehen. Ich habe, glaube ich, genug gesehen. Franklin, wir gehen dann mal. Ja, genau. Geh einfach runter. Geh einfach runter. Alles entspannt, mein Freund. Geh alles. Yo! Was? Habt ihr das gerade gesehen? Jetzt ist es wieder Tag. Franklin, ich weiß, dein Gesichtsausdruck. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann alles nachvollziehen, mein Freund. Es ist keine Illusion. Es ist nass. Es ist wirklich nass. Es hat gerade wirklich gewittert. Und jetzt ist es einfach Tag und wolkenlos. Wie kann das sein? Mein Auto steht immer noch dort. Warte, eine Sache. Ich muss das Ganze nochmal ausprobieren. Funktioniert das Ganze, wenn ich nochmal dahin laufe, wird es wieder dunkel? Also gut, wir schauen mal nach. So, yo! Es ist einfach wirklich so. Ich gehe jetzt zu der Kirche und es wird dunkel. Und es gewittert. Alter, die Kirche ist verflucht, Freunde, in GTA 5. Da gehe ich mal wieder raus. Junge, sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas habe ich in 8 Jahren GTA 5, glaube ich, noch nie gesehen. Das will ich mich der Kirche näher, sie einfach dunkel wird. Franklin, weißt du was? Wir verlassen diesen verfluchten Ort. Gut, dass wir es irgendwie normal überstanden haben, ohne irgendwelchen Schäden. Oh, diese Kirche ist schon heftig, Leute. Also, wenn euch das in GTA 5 passiert, dann weiß ich nicht. Dann geht da nicht hin. Ich glaube, das wird bei euch nicht passieren. Aber nur zu eurer Sicherheit. Haltet euch fern nachts von der Kirche, okay? Okay, Leute. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal den nächsten Ort an. Und der befindet sich, schaue ich jetzt mal auf der Karte, sehe ich irgendwo eine Markierung. Ja, da ist was, Leute. So, da ist der nächste Ort. Der nächste Ort befindet sich auf einer verlassenen Insel in Sandy Shores, Blaine County. Wohl eher im Bereich Blaine County, ne? In Palito Cove. Palito Cove, Leute. Da machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Und Franklin, hoffentlich sind es keine Geister. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es noch irgendwie viel krasser werden kann in diesem Video. Okay, Franklin, alles tutti. Wir schaffen das schon. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Immerhin, Freunde, ist die Lava jetzt auch weg. Also wieder mal Los Santos. Das Wasser ist abgekühlt. Das Meer ist alles easy. Wir können jetzt wieder ganz normal schwimmen hier drinne. Und es ist auch ehrlich gesagt sehr, sehr klares Wasser. Es ist schon richtig wie Urangestein gereinigtes Wasser. Wer den Insider-Tipp versteht, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Okay, so, dann bin ich mal gespannt, was wir hier finden können. Okay, Franklin, pack mal deine Taschenlampe wieder aus. So, okay. Immerhin ist es nicht allzu dunkel. Und wir schauen uns den Ort jetzt mal ein bisschen genauer an. Was haben wir denn hier, Leute? Wir haben jetzt hier einige Bäume. Da hinten ist ein, wow. Seht ihr das gerade? Springt da ein Fisch? Was ist das? Das ist ein abgestürztes Flugzeug, Freunde. Es ist hier einfach abgestürzt. Warum schweben einige der Bäume sogar in der Luft? Ich weiß es nicht. Weil hier ist tatsächlich ein Flugzeug, ein Privatjet abgestürzt. Und ich glaube, dort haben wir die Passagiere. Die Passagiere, ist es Bigfoot? Bigfoot lebt er noch? Er bewegt sich noch. Er bewegt sich noch, Leute. Und dann haben wir hier noch eine... Oh, die hat es leider nicht überstanden. Das ist dann, glaube ich, der Pilot gewesen. Aber gut, schauen wir uns mal den anderen Teil der Insel an. Was haben wir denn hier noch? Alter, das sieht aus wie so eine alte Festung oder so etwas. Oh mein Gott. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, Franklin. So.
Zack. Raubkatzen sind ganz gefährlich in GTA 5. Die werden mich sofort erledigen. Da kann ich auch nichts machen. Selbst wenn ich unbesiegbar bin, die greifen mich an und dagegen kann ich mich gar nicht wehren. So, was haben wir denn hier? Hier ist eine richtige Müllhalde. Ey, hier sind Ratten. Weg mit euch. Oha, Alter. Okay, hier haben wir einen Müllcontainer. Scheint so, als würde hier tatsächlich irgendjemand leben, ne? Sieht so ein bisschen danach aus, Freunde. So, hier sind ein paar Autos, zerstörte Autos. Da hat jemand einfach als ein Auto als Tisch für einen Fernseher oder Monitor benutzt und hier ist eine Couch. Ich weiß halt nicht, wer hier lebt, ne? Jetzt muss ich aber die Person finden. Wo ist diese Person, die hier lebt? Ey, die hat sich hier irgendwas Krasses aufgebaut. Finde ich hier vielleicht irgendwie noch ein paar andere Hinweise? Okay, das Einzige, wo ich noch nicht nachgeschaut habe, ist im Container. Und vielleicht finde ich da was. So, in dem Container. Hallo? Hä? Seht ihr das, Leute? Nein. Franklin zielt darauf. Seht ihr das? Das ist Auto-Aim. Ist da jemand? Zeigen Sie sich. Sonst schieße ich. Bewegen Sie sich nicht. Mit dem Fug zu schießen, okay? Es war eine Ratte. Es war schon wieder eine Ratte. Ah, okay, es sind echt Ratten, Leute. So, ist hier noch irgendwo ein Mensch? Ich sehe keinen Menschen, Leute. Alles klar, ich sehe wirklich nichts anderes. Scheint also so, als wäre das wirklich eine also unbewohnte Insel zu sein, wo einige Sachen, ja, liegen gelassen worden sind. Muss sagen schon, es ist nicht der gruseligste Ort, aber trotzdem ein mysteriöser Ort. Wir machen uns mal auf den Weg, Leute, zum letzten Ort des Videos. Puh, mal gucken, was noch kommt auf uns zu. Was ist das für ein deutscher Satz? Mal gucken, was noch kommt auf uns zu. Wir gehen ins vierte Ort, Leute. Let's go. So, Freunde. Der letzte Ort befindet sich bei der sogenannten Liquor Ace Bar. Das ist, glaube ich, die Bar, in der Trevor Phillips einige Missionen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie... Ich glaube, das ist die Bar von Chefkoch, Freunde. Das ist die Bar von dem Chef. Und da gehen wir jetzt rein. Also, das war das Letzte, was mir jetzt als Location angezeigt wurde. Franklin, es ist zwar dort beleuchtet drin, aber wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass es keinen Stromausfall gibt. Deswegen nehmen wir unsere Taschenlampe trotzdem mal mit. So, okay. Dann gehen wir mal rein. Okay. Hier ist schon so ein Zwerg. Also, der macht jetzt offensichtlich die Kasse, ne? Ja, lustiger Typ. Der macht jetzt erstmal die Kasse. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier oben haben, Leute. Auf der Treppe haben wir hier Folgendes. Wow, 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 Alter. Der hat mich schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Der war nicht ganz ohne. So, was haben wir hier noch? Alter, hier ist hier noch... Oha. Leute, hier sind voll viele von diesen Gnomen, ne? Wisst ihr, was das, womit es das vielleicht auf sich hat? Okay. Ah, das ist Wei Cheng, Leute. Wei, mein Freund, Wei Cheng. Oh mein Gott, seht ihr das, Leute? Die bewegen sich. Das sind Gnome, die... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, 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 wow. Was ist das? Was ist das, Leute? Holy moly. Ihr könnt es auch sehen. Hilfe! Was ist das? Die bewegen sich, die haben eigene Leben. Und jetzt ist der auch weg. Die haben eigenes Leben, Freunde. Oh mein Gott, der kommt da. Der kommt mir nah, der kommt mir nah. Ich glaube, Wei Cheng ist irgendwie gefangen, Alter. Du hast hier keine Rattenplage. Du hast hier eine Gnomenplage. Oh mein Gott, sie kommt die Treppe runter. Hilfe! Leute, die Dinger... Hä? Der von der Kasse ist auch verschwunden. Die haben mein eigenes Leben entwickelt. Die Gnome haben mein eigenes Leben entwickelt. Okay, das ist jetzt Schluss mit lustig. Wer durch diese Tür kommt, der... Der wird zersprengt. Ja, keiner kommt hier durch die Tür. Ich lasse hier keine Gnomeninvasion zu, okay? Oh, oh mein Gott, sie kommen durch die Tür, Leute. Sie kommen durch die Tür, sie kommen durch die Tür. Wenn du jetzt rausgehst, dann schieße ich. Ich schieße. Ich bin dazu befugt. Okay. Oh mein Gott. Ich schieße. Oh mein Gott, sie gehen nicht kaputt. Sie gehen nicht kaputt. Hilfe. Leute. Alter, was ist das? Die gehen nicht kaputt. Wir brauchen mehr Geschütz. Wir brauchen stärkeres Geschütz. So. Nein. Sie leben weiter. Sie bewegen sich aber immer noch weiter. Was ist das, Leute? Was seid ihr denn? Was seid ihr für Kreaturen? Weißt du was? Ich will das gar nicht... Nein, 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 nein. Ich will das nicht wissen. Ich will das nicht wissen. Alter, ich möchte das nicht wissen. Oh mein Gott, da schreit jemand. Oh mein Gott, Leute. Jetzt kommt die Feuerwehr. Ja, die kümmern sich schon darum. Ey, Franklin, weißt du was? Wir hauen hier ab. Ich will keinen Gnom mehr in meinem Leben sehen. Auf gar keinen Fall. Der bewegt sich einfach. Das ist, sowas habe ich in GTA noch nicht gesehen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Leute, ich würde sagen, damit beenden wir das Video an dieser Stelle. Wenn ihr auf jeden Fall Teil 3 davon haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, weil sonst verpasst ihr 3-3. Wenn ihr nicht abonniert, verpasst ihr den Teil 3. Und das wollt ihr nicht verpassen. Deswegen drückt auf Abonnieren. Leute, checkt gerne mein neues Video auf meinem zweiten Kanal aus. Hier kommt es zu einem weiteren Video. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.